Mal gucken, ob jemand da ist. Oh, hallo! Leute, kommt rein. Willkommen bei meiner Roomtour in Miami. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr eine haben wollt. Und ja, ziemlich viele von euch wollten eine haben. Deswegen, yeah, hier ist meine Roomtour. Hier sind wir auch schon direkt beim ersten Teil vom Apartment. Das nutzen wir eigentlich die ganze Zeit so zum Schneiden oder irgendwie zum Sitzen und... Du hast es noch nicht genutzt, oder? Nee, ich hab's noch nicht genutzt. Wir sind erst einen Abend hier, also wir sind gestern ganz spät hier angekommen. Das Problem war, wir hatten eigentlich eine andere Unterkunft. Das war einfach eine riesige Villa. Erzähl's doch einfach deinem Vater. Nee, auf jeden Fall waren wir in einer fetten Villa, sind aber, wie das manchmal so ist, im Leben da rausgeflogen. Das seht ihr auf jeden Fall mit Julian sein Video. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Und ja, direkt von hier. Hättet ihr das geschafft? War drauf. Ich glaub nicht, Alter. Alter, ich hab's jetzt einmal geschafft, echt nicht. Okay. Mach nochmal, komm, dann zeig allen, dass du es wirklich kannst. Okay, so viel hierzu, das ist auf jeden Fall der... So viel dazu, das ist auf jeden Fall hier der... So viel dazu, das ist auf jeden Fall der Flur hier. Das ist der Flur. Okay, das ist auf jeden Fall hier der Flur. Finde ich saucool, weil es halt so modern mit altmodisch verbunden ist. Ich stehe da persönlich sehr. Ja, das ist, keine Ahnung, nicht so sehenswert. Da ist halt mein Gepäck drin und Bügeleisen. Das ist natürlich nicht zu meinem Gepäck gehört. Ich bügel nämlich nicht. Ja, das war jetzt quasi so die Eingangshalle. Und dann kommen wir direkt ins Wohnzimmer. Wir haben hier ein mega das gemütliche Sofa. Ah! Auf jeden Fall ist das Sofa hier mega bequem. Jetzt chillen wir halt irgendwie. Und keine Ahnung, schauen Fernseher. Mit dem Fernseher. Den finde ich sauer geil. Den muss ich mir halt auch mal so in den Stil. Die Farbe ist halt geht so geil. Mega modern eingerichtet. Die Lampe kann man hier einfach ausschalten. Ist richtig klasse. Hier gibt es auch noch einen Fußball. Und das ist meine Überleitung zur Küche. Hier ist nämlich hier. Da. Achso. Ja. Ja, hier haben wir einen Kühlschrank. Wie man sieht, sind wir echt talentierte Menschen. Ist das ein kühlender Schrank oder? Ja, ungefähr. Also wie man sieht, wir sind richtig selbstständige Menschen, die es richtig drauf haben, sich selber zu versorgen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir gehen eigentlich immer in Miami in der City draußen essen und chillen da und sind halt. Irgendwie da unterlegen. Du machst ja aber ganz schön viel hier, oder? Das ist halt kein Hotel, das merkt man halt, ne? Also, ja. Was will ich noch groß dazu sagen, das ist halt die Küche mit Küchenutensilien. Zum Beispiel ein Messer oder so, dann kann man theoretisch schneiden oder das irgendwie auf 1000 Grad erhitzen und dann schneiden. Genau, hier ist noch unser privater Kinosaal, den haben wir noch. Hier ist nichts. Okay, dann kommen wir jetzt in den Raum, den vor allem die Bibi benutzt. Was ist das? Das ist das Badezimmer. Wie gesagt, das ist meistens so der Palast von den Mädels. Wir Jungs halten uns jetzt nicht so lange drauf. Gibt halt eine Dusche. Die habe ich jetzt selber noch nicht getestet. Das ist aber nicht in Ordnung, das ist still. Von dem Badezimmer hier kommen wir direkt in das Schlafzimmer. Da sieht man schon ein bisschen von der Aussicht. Da haben wir schon eine mega geile Aussicht, aber es wird noch besser, Leute. Also bleibt dran. Wir sind irgendwie spektakulärer vorgestellt, den Übergang. Egal. Hier ist mega das gemütliche Bett. Auch ein Fernseher, wo man ein bisschen watchen kann. Das ist halt alles auf Englisch. Und der Julian versteht nicht so gut Englisch, deswegen können wir dann hier was anschauen. So, das ist die Aussicht von unserem ersten Zimmer. Wie gesagt, wird noch besser. Hier kann man auch schon das Meer sehen. Hier ist Meer und Strand und Palmen. Sieht man halt alles hier, so das ist die Sicht jetzt zum Meer. Aber wir haben auch noch eine Sicht zur Stadt, beziehungsweise über die Stadt. Und das ist fett. Das ist ein Raum. Den hat er schon. Tada! Wir haben noch ein Wohnzimmer. Sieht identisch aus wie das erste. Das ist der fetteste Balkon, den ich jemals neben mir gesehen habe. Vor allem, wir sind nachts angekommen und die komplette Stadt hat geleuchtet. Ganz Miami und wir konnten über alles drüber schauen. Das war so schön. Hier haben wir unsere erste Sitzecke. Da kann man halt sitzen und irgendwie was trinken und halt aufs Meer schauen. Ja, und hier ist auf jeden Fall das Meer mit dem Strand. Da kann man ein paar Bötchen beim Fahren schauen. Hier, wenn ich jetzt hier rangehe. Wie groß dieser Balkon ist.
Hier haben wir auch nochmal einen riesigen Tisch, wo wir eben frühstücken können und abends auch einfach den Sonnenuntergang genießen können. Hier ist halt so viel Platz, der Julian und ich und die Bibi, die können halt jetzt einfach hier mal dann Fußball spielen oder so und einfach den Ausblick genießen. Ja, hier ist noch eine Ecke. Ja, hier sind auch nochmal Liegen, wo man sich eben sonnen kann, dass man chillen kann. Dieses Bügelbrett kann ich erklären. Das ist sonst nicht gerade hier. Damit haben wir versucht, Papierflieger rauszuholen. Wir haben nämlich vorhin die ganze Zeit so Papierflieger von hier runtergeworfen und die sind mega weit geflogen. Wir haben hier losgeworfen und die sind bis hinter ans Wasser fast geflogen. So viel zum Balkon. Ich mache jetzt noch ein paar Aufnahmen mit Musik und so. Könnt ihr mal einen geilen Ausblick sehen, weil der ist echt Hammer. Ich habe echt noch nie so einen geilen Ausblick gesehen. Und dann sonne ich mich noch hier ein bisschen und dann gehen wir zum Pool. Dann gibt es euch auch noch einen. Also, bis gleich. Das war es jetzt auch schon vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Roomtour. War auf jeden Fall cool, das Ganze mal zu filmen. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, bei uns geht es gerade die Sonne unter. Bei euch ist gerade Mitternacht. Wir haben nämlich 6 Stunden Zeitverschiebung. Ich schneide jetzt noch das Video schnell fertig. Und dann gehen wir in die Stadt raus und genießen noch ein bisschen Miami. Ah! Oh, Alter. Alter, seht ihr das? Schau mal im Himmel. Der Typ fliegt einfach auf so einem komischen Propellerstuhl. Hallo. Boah, hier ist es so mega schön. Ich zeige euch, glaube ich, jetzt. Ja, so jetzt dauert nach 2 Minuten so eine Kamera aufstellen. Ja, ich zeige euch jetzt ganz schnell noch einen Sonnenuntergang und dann. Ich zeige euch ganz schnell mein Po. Okay. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und genießt euer Leben, haut's rein und bis bald. Ciao. Through the highway.